Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr auch bei der heutigen Legung hier wieder anwesend seid, dabei seid. Schön, dass du da bist. Ja, seid alle ganz herzlich gegrüßt hier auf diesem Kanal Himmlische Kinder, Engel Christiane und Engel William. Ich bin Engel Christiane und ich bin die Enkeltochter von Gottvater und im himmlischen Recht die Tochter von Jesus Christus, seinem Sohn. Ich bin der zweite von insgesamt 6 Erdenengeln in Menschengestalt, die von Gott Vater auf die Erde abgesandt wurden, um hier auf YouTube für ihn sein Wort zu verkünden. Meine Aufgabe ist es, die Menschen auf dem Weg zu meinem Großvater zu begleiten und zu unterstützen und so zurückzuführen in den göttlichen Ursprung, nämlich das wahrhaftige Sein und damit in ein glückliches, erfülltes und freies Leben. Ich bin auch spirituelle Heilerin, Kartenlegerin sowie auch Persönlichkeits- und Bewusstseinsmentorin. Und wer möchte von euch, kann sich mit einer persönlichen Kartenlegung unterstützen lassen, wodurch man in seiner persönlichen Entwicklung schneller voran und somit auch in der vollständigen Heilung viel schneller ankommt. Die für meine heutige Legung verwendeten Kartendecks sowie auch meine E-Mail-Adresse, Homepage und so weiter kannst du in der Beschreibung hier auf diesem Kanal einsehen. Die habe ich dort verlinkt. Also wenn du rechts neben diesem Videonamen oder etwas unterhalb auf dieses kleine Wörtchen mehr klickst, dann geht diese Infobox auf. Auch findest du hier auf diesem Kanal kostenlose Podcasts, die Erzengel Heike mit meinem Großvater erstellt und erarbeitet hat. Und an dieser Stelle möchte ich wieder jedem Einzelnen von euch in seinem eigenen Interesse dringend raten, sich all diese Podcasts auch anzuschauen, sie ernst zu nehmen und sie auch umzusetzen. Du findest auf diesem Kanal auch kostenlose Kollektivlegung über die Zwillingsseelenverbindung. Und doch, eine kollektive Legung ersetzt niemals eine persönliche Legung, weil in einer persönlichen Legung genau deine Energie eingefangen wird. Und darüber hinaus erhältst du eben in so einer persönlichen Legung auch zusätzliche Botschaften von meinem Großvater für dich, die du in einer kollektiven Legung eben nicht erhalten kannst. Wichtig ist bei einer kollektiven Legung, dass du dir nichts passend machst, was für dich nicht passend ist. Spüre und höre also immer gut in dich hinein, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Ob das nun ein Satz, ein Teil der Legung oder auch die ganze Legung ist. Denn es ist genauso gut möglich, dass du gar nicht mit dieser Legung in Resonanz gehst. Und beim nächsten Mal ist das wahrscheinlich schon wieder ganz anders. Allein aufgrund dieser Tatsache ist eine persönliche Legung immer besser für dich. Also rede dir nichts schön und mache dir auch nichts vor, denn du würdest dir halt nur selber schaden, weil du dich dadurch blockierst in deiner Entwicklung und schlimmstenfalls kommst du vollständig zum Stillstand, was dann fatal für dich wäre. Personenkarten sind in einer kollektiven Legung geschlechterneutral. Das heißt, wenn hier heute ein Herr fällt, kann das genauso gut eine Frau darstellen und umgekehrt. Meine Videos sind alle zeitlos und haben immer dann Bedeutung für dich, wenn du ein Video von mir angeklickt hast oder wenn dich ein Video von mir gefunden hat. Denn dieses Finden sind halt auch Zufälle und das Zufälle sind halt eine Illusion des Menschen, denn in Wahrheit gibt es keine Zufälle. Die Karten deute ich nach der Bedeutung der einzelnen Karte, aber nicht ausschließlich, denn ich erhalte während der Legung auch Botschaften von meinem Großvater, die ich ebenfalls ausspreche und zwar auch so, wie ich sie reinbekomme.
auch in der Tonart, die ich dann von meinem Großvater mitbekomme. Und ich sage dieses immer als Vorwarnung, denn mein Großvater ist nicht nur lieb und gütig, er kann nämlich auch bestimmend und auch wütend werden. Und das ist immer dann, wenn ein Mensch sich gegen seinen Willen und somit gegen den eigenen Seelenplan stellt. Denn alles im Leben eines Menschen läuft nach diesem Seelenplan, quasi dem Drehbuch deines Lebens. Wenn euch mein Video, meine Legung oder dieser Kanal gefällt, dann bist du immer herzlich eingeladen, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Und vergiss dann auch nicht, diese kleine Glocke zu drücken, denn dann wirst du automatisch von YouTube über alles Neue hier informiert. Ich freue mich auch immer über ein Like oder einen Kommentar von dir als Zeichen deiner Wertschätzung für meine Arbeit hier, aber auch als Zeichen deiner Wertschätzung meinem Großvater gegenüber. So, ihr Lieben, dann wollen wir heute einmal schauen, welche Energien wir hier im Feld des Kollektiv haben. Die Karten habe ich wie immer ausgesucht mit meinem Großvater und gemischt. Und ich würde gerne direkt starten. Großvater, welche Botschaften sollen hier heute im Kollektiv gesagt werden, ausgesprochen? Was ist heute ganz wichtig hier für das Kollektiv? Weiter, die dritte Karte. Was sollte hier noch gesagt werden? Was ist heute hier für das Kollektiv wichtig? Dankeschön. Ja, da haben wir schon mal eine Fabrik, den Bären und die Vögel. Dann wollen wir mal weiterschauen. Was sollte noch kommen? Die vierte Karte möchte ich jetzt. Dankeschön. Den Schlüssel habe ich hier. Ist aber geflogen, der Turm. Die Engelsflügel, ja, so heißt die Karte, die Engelsflügel. Und so, jetzt bräuchte ich noch drei Karten, Großvater, für diese Legung. Ja, den Park. Ja, wir haben ja hier das Lenormand. Dankeschön. Ja, die sind heute ganz wunderbar einzeln gefallen. Das ist toll. Eine Karte bräuchte ich noch. So, und den Klee. Sehr schön. So, dann, oh ja, als die Legung begleitende Energie, ja, habe ich hier die Mäuse. So, und dann werde ich wie immer mal einmal eben reinspüren, um mir hier einen Überblick der Lage zu verschaffen. So, ihr Lieben, dann wollen wir jetzt einmal schauen,
Also wie ich das hier heute sehen kann, du hast dich nicht ins Kartenbild gelegt. Ich habe hier heute ganz zentral den Turm und wie ich euch schon gezeigt habe, habe ich als zugrunde liegende Energie die Mäuse. Es geht hier heute weniger um einen Rückzug, sondern es geht darum, dass du dir sehr viel erarbeitet hast, du dir einen gewissen Stand, ja, wie ein Leuchtturm erarbeitet hast, vielleicht durch Selbstreflexion, dass etwas in dir gewachsen ist, ja, auf irgendeine Art und Weise bist du groß geworden, größer geworden und heute bedeutet hier der Turm, dass du auch gelernt hast, Grenzen zu setzen, zu dem, was dir nicht gut tut, was dir nicht mehr dienlich ist im Leben. Situationen oder Menschen, die, wo du festgestellt, erarbeitet hast, dass die vielleicht nicht mehr ja, für dich dienlich sind, dass sie dich nicht mehr weiterbringen, dass die nicht mehr deiner Entwicklung förderlich sind. Denn du hast hier ganz viel Eigenständigkeit erarbeitet, Selbstständigkeit. Und du bist im Grunde genommen in einen ganz gesunden Egoismus reingewachsen. Ja, ein gesunder Egoismus, den habe ich hier heute ganz zentral und der ausstrahlt auf all das, was ist derzeit, aber auch ganz besonders auf das, was du dir wünschst, nämlich eine bestimmte besondere Herzensangelegenheit. Ja, diese Herzensangelegenheit bedeutet für dich dein Glück, dein Frieden, diese Sache, sag ich mal, oder auch der Mensch, der mit dieser Herzensangelegenheit in Zusammenhang steht, bereitet dir sehr große Freude. Und insofern ist es jetzt und hier für diese Herzensangelegenheit eine ganz gute, günstige und eigentlich auch wunderbare Zeit, nämlich den Wunsch, deine Ziele, deine Träume, die du schon immer in dir getragen hast, auch tatsächlich zu verwirklichen. Es ist eine günstige Zeit und du legst dich hier wirklich sehr ja, verantwortungsbewusst, eigenständig, selbstständig. Das sind deine, du legst dich nicht ins Kartenbild, nein. Aber ich kann hier sehen, wie deine Talente, deine Energien genau erkannt worden sind von dir, dein Potenzial, ja, dein eigenständiges inneres Potenzial, deine Anlagen und Fähigkeiten, das ist gewachsen und du scheinst auf irgendeine Art und Weise, ja, dir auch dabei zu sein, dir einen guten Ausblick, Überblick zu schaffen mit dem, was du in dir trägst, ja, was dein Potenzial ist, also die Art und Weise, wie du vorgehst, um das zu erreichen, das Ziel zu erreichen, was du dir von Herzen wünschst. Ja, das Ganze bezieht sich, also dann, was heißt das Ganze, dein Herzenswunsch, das, wo du hin möchtest, hat etwas damit zu tun, mit einer
Freundschaft in deinem Leben, ja, egal ob jetzt männlich oder weiblich, also eine Person, der du vertraust, der du auch in Loyalität verbunden bist. Diese Freundschaft, ja, eine sehr schöne, gute Freundschaft, eine Person, die dich schon des Längeren begleitet in deinem Leben, die hat etwas damit zu tun, dass du etwas, ja, auch in die Öffentlichkeit bringen möchtest. Und da der Hund, den ich hier habe, auch deinen Herzensmenschen anzeigt, dein Herzensmensch, dein Seelenpartner, aber auch deine Zwillingsseele, so zeigt mir hier diese Kombination, dass du irgendetwas ausbauen, starten möchtest, dass sich eine Beziehung hier zwischen dir und deinem Herzensmenschen oder eine Freundschaft halt. Ihr müsst euch das jetzt ummünzen. Wenn in deinem Leben kein Herzensmensch ist, dann habe ich hier über den Hund einfach eine ganz wunderbare Freundschaft für dich liegen. Und dass du diese Freundschaft aufbauen und ausbauen möchtest. Aber für viele von euch geht es einfach um dieses besondere Gegenüber. Und du bist jetzt auf dem Stand, und zwar auf einem sehr guten, hohen Stand, ja, wo du, wie gesagt, deine Anlagen und Fähigkeiten dabei bist, zum Leuchten zu bringen. Und du hast auch schon eine gute Ausstrahlung, das kann ich ja sehen. Und du möchtest nun in dieser Herzensangelegenheit mit dieser Freundschaft oder wie gesagt mit deinem Herzensmenschen oder auch mit deiner Zwillingsseele etwas aufbauen. Du möchtest die Beziehung, die vielleicht bisher nicht gelebt werden konnte, aus welchem Grund auch immer. Es kann auch sein, dass ihr keinen Kontakt habt, wenig Kontakt habt oder wirklich diese Beziehung jetzt ganz neu aufgebaut werden muss. Denn ich habe hier eindeutig die Aufbau- und Ausbauphase liegen, die sich auf dein Glück mit deinem Herzensmenschen bezieht. Du bist im Moment dabei, diese Beziehung zur Entfaltung zu bringen, stabil zu machen. Du bist selbstständig geworden und du bist hier selbstständig unterwegs. Du hast alles abgesichert, ja, oder du bist dabei, alles abzusichern, ja, so müsste ich es formulieren. Du bist dabei, alles zu tun, zu machen, Ordnung zu schaffen, in deinem Leben auch aufzuräumen, die auch einen Überblick zu schaffen über das, was du noch zu tun hast, was du machen musst, damit du diese Beziehung hier ja, in das Leben bringen kannst, in die Manifestation. Diese Beziehung möchtest du auch öffentlich machen. Du möchtest es auch vielleicht deinen Freunden, deiner Familie bekannt geben, dass ihr eine Beziehung habt, aber und diese Beziehung dann natürlich nach außen hin auch legitimieren. Und das nimmt gerade deine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Ja, diese Beziehung lebbar zu machen und alles dafür zu tun, dass das möglich ist. Und dazu musst du gerade noch in deinem Leben
Wie gesagt, dir diesen Überblick verschaffen über alles, was du noch zu machen, zu tun hast, wo du noch etwas zu regeln hast und wo du vielleicht auch Negatives in Positives verwandeln musst, um wirklich eine ganz gute, sichere Basis zu finden, die diese Beziehung lebbar zu machen. Ja, also über diese zugrunde liegende Energie der Mäuse, da kann ich halt sehen, dass du gerade wirklich sehr, sehr fleißig dabei bist und es geht auch zügig voran. Ja, ich bekomme hier rein, du bist wirklich, ja, gut unterwegs, dein altes Leben aufzuräumen, Ordnung zu schaffen, wie ich gerade gesagt habe, damit wirklich alles, was noch negativ war in deinem Leben, nunmehr in das Positive verwandelt wird, ja, dass das in Licht und Reinheit und Wahrheit für dich auch erstrahlen kann. Und auch alle, ja, vielleicht hast du auch in kürzlicher Vergangenheit noch Sorgen gehabt, Ängste, Zweifel, dass noch etwas an dir genagt hat. Aber wie gesagt, da bist du gerade ganz toll dabei, eigenständig, selbstständig, du gehst vorwärts. Das kann ich hier sehen. Um dieses, was noch unklar war, wo du vielleicht Zweifel hattest oder vielleicht sind auch noch gewisse Zweifel da, die du jetzt aber dabei bist aufzuräumen und ja aus deinem Leben auszuräumen, zu entfernen, indem du dir die Dinge klar machst und ordnest, die noch notwendig sind, zu tun, damit letztendlich alles Negative in deinem Leben abgeschlossen werden kann und du auch wirklich hier mit deiner neuen Beziehung in der Öffentlichkeit auch starten kannst. Ja. Es ist so, dass hier die Kommunikation gerade in Bezug auf etwas öffentlich machen, da scheint es jemanden zu geben in deinem Leben, der dir jetzt helfen kann. Ja, ich habe hier eine Person liegen. Eine sehr starke Persönlichkeit, die für dich auch jetzt in den Mittelpunkt drängt, weil du vielleicht durch die Kommunikation mit anderen Menschen, mit deinem Umfeld, Bekannten oder auch über Botschaften durch das Universum darauf aufmerksam geworden bist, dass hier eine ganz bestimmte Person, die bestimmte Befugnisse hat, die dir weiterhelfen können, noch diese letzten Ängste, Zweifel, ja, Sorgen, sage ich noch mal, muss aber auch nicht mehr so schlimm sein, weil du schon in guter Verfassung bist. Aber diese Person kann dir helfen, das noch auszuräumen. Ja, und also wie gesagt, bevor du in die Öffentlichkeit gehst, bevor du, ja, ein etwas Bestimmtes machst und tust, was auf irgendeine Art und Weise mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Etwas öffentlich machen, was deinen Herzensmensch betrifft oder betreffen kann, was dein Glück
betrifft oder betreffen kann. Auf jeden Fall muss etwas kommuniziert werden, was dann in die Öffentlichkeit gebracht wird und oder aber auch mit einer Behörde zu tun hat, mit einer Firma, die damit im Zusammenhang steht. Also irgendwie könnte es hier in diesem Zusammenhang auch ein öffentliches Gebäude sein. Ja, es kann auch ein Unternehmen sein, eine Firma, wo etwas gesagt werden soll, die über die Kommunikation etwas ausgesprochen werden soll, wo man Gespräche führen soll und muss, weil die Kommunikation jetzt sehr, sehr wichtig ist, weil die erforderlich ist in zweierlei Hinsicht. Also um dein Glück mit deinem Herzensmenschen in die Entfaltung zu bringen, das aufzubauen, aber auch um dieses Glück sicher zu machen und um etwas zu tun, was damit im Zusammenhang steht. Da scheint wirklich, ich habe das jetzt zweimal, die Information, dass es wichtig ist, dass du eben selbstständig, eigenständig bei oder mit einer Behörde, einer Firma ein ganz wichtiges Gespräch führst. Ja, eine Kommunikation, das kann natürlich Rede, Sprache, Schrift sein. Kommunikation kann natürlich auch immer über Telefonate, über E-Mail auch laufen. Ja, und das macht dir auch, das macht dich auch nervös. Dieses Gespräch, was hier scheinbar noch mit dieser Behörde noch stattfinden soll, macht dich auf irgendeine Art und Weise nervös. Ja, dass du teilweise schon da ein bisschen aufgeregt bist, vielleicht hast du da auch noch ein wenig Stress. Insoweit wirkt hier auch diese zugrunde liegende Energie der Mäuse noch mit. Ja, es ist hier noch nicht alles überstanden und du kannst nicht einfach nach vorne laufen und sagen, hallo Herzensmensch, ich bin da. Hier gibt es eben noch etwas ganz Bestimmtes zu tun. Und dieses, wie gesagt, was mit einer Behörde zu tun hat, was mit der Kommunikation mit einer Behörde oder die Kommunikation zu einer Behörde zu tun hat und auf irgendeine Weise auch dann in die Öffentlichkeit gelangt. Es hat also auch direkt oder indirekt mit der Öffentlichkeit zu tun. Es kann sein, dass die Behörde dann etwas öffentlich macht oder etwas Bestimmtes daraufhin veranlasst, vielleicht auch einen Bescheid versendet. Ja, es ist ja so, dass von Behörden im öffentlich-rechtlichen Bereich auch immer Bescheide, Verwaltungsakte ausgehen. Und so etwas mit dieser Art von Kommunikation, um das es sich dreht, was hier zu tun ist, handelt es sich. Und dazu musst du aber kommunizieren. Und das macht dich halt schon etwas aufgedreht. Aber du hast schon einiges erreicht, einiges geordnet. Und das ist auch sehr schön für dich zu wissen, dass du hier nach und nach immer mehr Gewissheit
über alles bekommst, was du zu tun hast, was du machen sollst, wie du praktisch deine Herzensangelegenheit in den Erfolg bringen kannst. Ja, das habe ich hier, glaube ich, gerade klar gesagt. Also die Herzensangelegenheit, eine Kommunikation, das kann sein, dass du zu einer Behörde gehst oder einer bestimmten Firma ein Gespräch führen musst, etwas Bestimmtes sagen musst. Vielleicht musst du dich auch bewerben bei einer Firma. Vielleicht geht es ja auch um einen Berufswechsel, eine Fortbildungsmöglichkeit, Arbeitsplatzwechsel. Das ist durchaus auch möglich, dass du dich auch bewerben willst. Also so eine Art von Gespräch bei einer Behörde, Firma, die einem auch Aufregung verursacht und wonach später auch etwas bekannt gemacht wird, öffentlich gemacht wird, wann eine Entscheidung getroffen wird. Und das ist dann auch Sinn der Sache. Das ist dann auch das Ziel dieses Gespräches, dort zu einem ganz bestimmten Ergebnis zu kommen, vielleicht dort etwas aufzuklären, vielleicht bei dieser Art von Bewerbungsgespräch müsstest du auch einiges über dich selber erzählen, über dich und dein Leben, weil diese Menschen genau das interessiert, was du vielleicht schon gemacht hast beruflich, wie du dich ja beruflich praktisch auf deinem Lebensweg entwickelt hast. Ja, all diese Dinge, was um deine Person rankt, könnten da wichtig sein, eine Rolle spielen bei diesen Gesprächen. Und deswegen macht dich das auch ein wenig nervös und es macht dir ein wenig Stress auch. Aber du hast eben jetzt einen guten Stand in dir selber erreicht. Du hast auf irgendeine Art und Weise dir den Überblick über alles verschafft und bist auch dabei, die letzten Reste praktisch aufzuarbeiten, wo du noch Unklarheiten hast, wo noch Ungereimtheiten sind, wo du noch mal fragen solltest, vielleicht was diese Behörde, dieses Unternehmen, das habe ich jetzt zweimal, wissen möchte oder was du vielleicht auch brauchst. Vielleicht brauchst du auch einen ganz bestimmten Beistand. Vielleicht durch deinen Freund, den du vielleicht noch mal aufsuchen solltest, um vielleicht mit diesem Freund oder auch deinem Seelenpartner, aber in diesem Zusammenhang könnte es auch sehr wohl eine vertraute Person sein, die dir vielleicht noch mal hilft, dich auf das Wesentliche aufmerksam zu machen und bestmöglich hilft, dich vorzubereiten auf dieses Gespräch, diese Kommunikation eben bei dieser Behörde, bei dem Amt, bei der Firma, etwas Öffentliches. Ja, und da kann dir vielleicht ein Freund, eine Freundin zur Seite stehen und helfen. Also diese Person, dein Herzensmensch oder wie gesagt, eine Person, der du vertrauen kannst, mit der du in Loyalität verbunden bist, ja, auch die hat dir schon geholfen, dich sicherer zu machen, ja, dich in deine Entfaltung zu bringen, damit du jetzt genau da bist, mit deinem gesunden Egoismus. Ich kann gar nicht oft genug darauf hinweisen, weil das
etwas ganz Wunderbares ist, wenn man zu an den Punkt gelangt, wo man sagt, ich habe gelernt, dass ich immer und zuallererst für mich selber sorgen muss, dass ich für mich selber eintreten muss, dass ich selber dafür verantwortlich bin, auch für mein Glück einzutreten, mein Glück aufzubauen, zu manifestieren, damit sich auch meine Herzensangelegenheit entfalten kann. Ja, diesen gesunden Egoismus, den sollte jeder Mensch haben. Den Ehrgeiz auch, den hast du auch in dir entdeckt. Den Ehrgeiz, genau das schaffen zu wollen. Und deswegen bist du auf dem Weg. Und deswegen bist du auf dem Weg des Aufräumens des Alten, aber auch noch Ordnung schaffen dessen, was eben noch zu machen ist. Und zwar auch, bevor du diese Art von Bewerbungsgespräch, sage ich mal in Anführungsstrichen, das kann ein Bewerbungsgespräch sein, bei einem neuen Arbeitgeber, aber eben dieses ganz Besondere, dieser Event, sage ich auch mal, dieser Termin bei der Behörde, bei dem Unternehmen, der für dich nun sehr, sehr wichtig ist, weil heute rankt sich alles darum. So, und für dieses Gespräch dort ist es aber auch wichtig, dir nochmal weitere Sicherheit zu verschaffen, damit du auch wirklich ganz zuversichtlich sein kannst. Zuversichtlich in deinen vollen Erfolg zu kommen, und zwar in deiner Herzensangelegenheit. Der Erfolg der Angelegenheit, die jetzt hier noch vorab zu tun ist. Und jetzt gilt es und geht es darum, dich darauf nochmal vorzubereiten. Und dazu habe ich gerade schon, wie gesagt, einen Freund, eine Freundin hier als hilfreiche Person für dich hier liegen. Hier gibt es aber auch noch eine weitere Person. Und diese ist ein Mensch, der sich hier männlich ins Kartenbild legt, aber das ist ja in einer Kollektivlegung immer so, dass du einmal schauen musst. Schau mal nach den Inhalten. Also es ist ein Mensch, der viel Kraft und Durchsetzungsvermögen hat, der aufgrund seiner Vorbildung, seines Wissens, vielleicht auch seines Studiums, all des Fachwissens, was er sich angeeignet hat, eine gehobene Stellung hat, und zwar eine Position, sich selbst erarbeitet hat, wo er anderen Menschen helfen kann mit dem, was er in sich trägt, an Fachwissen, an Durchsetzungskraft. Ja, der ist natürlich auch sehr, sehr mutig. Das hat er auch gelernt, weil er schon sehr erfahren ist in seinem Beruf, in dem, was er tut. Diese Person ist auf jeden Fall eine Autoritätsperson in der Gesellschaft, eine Person, zu der auch alle aufblicken können, weil dieser eben so viel Wissen und Kompetenz auch besitzt, kann es also auch dein Chef sein. Es kann aber auch ein Anwalt sein, ein Notar, aber auch ein Makler hinsichtlich vielleicht einer neuen Wohnung. Auf jeden Fall, es kann auch ein Arzt sein, der vielleicht gesundheitlich noch auf irgendeine Art und Weise raten sollte, muss oder dienlich ist. Das ist auch möglich. Aber ich habe hier auch einen Anwalt, ja, einen Anwalt, den du brauchen könntest, weil
diese Fachrichtung der Person genau für dich dienlich ist, um dir weiterzuhelfen, um deine Ängste, Zweifel auszuräumen, weil du dich dieser Person praktisch bedienen kannst, sie engagieren kannst, sie zu Hilfe nehmen kannst, um dich vorzubereiten auf dieses Gespräch, was du jetzt hier in einer Behörde des öffentlichen Rechts oder einer Firma zu führen hast. Ja, dich auf dieses Gespräch vorzubereiten und dich vielleicht auch als Anwalt zu begleiten. Ja, das kann sein, dass du hier eine Angelegenheit zu tun hast, zu regeln hast, dass dir hier eine Aufgabe gestellt worden ist, wobei du unbedingt die Begleitung und Beratung einer kompetenten Person, also eines Fachanwaltes, brauchst, ja, eben auch die Begleitung, Beratung und Begleitung, damit du für alle Fälle abgesichert bist, damit du sicher bist und damit deine Rechte gewahrt werden und gewahrt bleiben, auch in Zukunft. So eine Art von Fachperson kann hier gemeint sein. Und die ist eben wichtig für dich, damit du dich vorbereiten kannst, ja? Damit du alles sicher und stabil machen kannst. Diese Person wird dir auch nochmal dabei helfen, zurückzuschauen auf dich, auf dein Leben, dein Berufsleben, dein Familienleben, was in deiner speziellen Person jetzt nun wichtig ist, auf dem Lebensweg gewesen ist. Und er wird da mit dir nochmal zurückschauen, um alles das zu erkunden auch mit dir zusammen oder mit dir zusammen erarbeiten. Das, was du dir vielleicht schon gemerkt hast, was du dir vielleicht auch aufgeschrieben hast, was du mit dieser Person besprechen möchtest. Also die liegt hier heute ganz zentral. Und das ist wirklich eine positive Person, die hat auch Stärke, die hat genau die Durchsetzungskraft, den Mut und eben genau die Spezialisierung, die du brauchst auf deinem Weg, um jetzt diese Aufgabe, die jetzt noch zu machen ist für dich, durchzuführen ist, dieses Gespräch, diese Kommunikation, genau die Spezialisierung, um alles klar und sicher zu machen, sodass du dich letztendlich hinterher richtig wohl und gelassen fühlen kannst. Die muss aufgesucht werden, das ist ganz wichtig. Die wird dir helfen, dein altes Leben, wenn du jetzt vielleicht in ein völlig neues Leben gehst. Ja, es geht ja darum, dass du mit deinem Herzensmenschen etwas Neues bereiten möchtest, eine Beziehung aufbauen möchtest. Ich habe die Aufbauphase. Aufbauen und ausbauen. Die Beziehung soll sich entfalten können. Und das ist mit deinem Herzensmenschen, deiner Zwillingsseele. Und wie gesagt, auch da gilt es noch einige Dinge zu klären für die Zukunft, damit auch für die Zukunft mit deinem Herzensmenschen alles klar ist, alles sicher ist, alles in die Balance gebracht werden kann, in einen Ausgleich vielleicht, sodass du letztendlich auch mit deinem Herzensmenschen
alles öffentlich machen kannst, ja? Wie kannst du mit deinem Herzensmenschen, wie, wo, unter welchen Umständen könnte diese Person, vielleicht ein Anwalt, eine Fachperson, noch helfen? Ja, die vielleicht auch eine Frage. Es gibt ganz spezielle Fragen in dir in Bezug auf das Treffen auch mit deinem Herzensmenschen. Alles, was sich um deinen Herzensmenschen rankt. Treffen, Begegnung, die Wiedervereinigung. Da gibt es das Leben, wie könnt ihr vielleicht in der Öffentlichkeit leben? Da gab es oder gibt es noch einige Fragen, die du hast, die dich halt auch nervös gemacht haben. Und weil es vielleicht auch viele Fragen sind, hat es dir auch Stress gemacht. Und ich kann dir nur raten, um ruhig zu werden, um in deine innere Klarheit zu kommen, all das, was dir in den Kopf kommt, direkt aufzuschreiben, zu notieren, um das dann ja, entweder mit deinem Freund, deiner tatsächlichen Freundin im Leben oder auch mit deinem Herzensmenschen, wenn dir das möglich ist, aber ganz besonders mit dieser kompetenten Person. Ja, und ich sehe hier halt auch sehr stark einen Anwalt, einen Notar, den du genau für dieses brauchen kannst, der zuständig ist dafür. Also ein zuständiger, kompetenter Anwalt vielleicht oder auch Makler, Fachperson, die dich auch genau in Fragen dieses Gespräches, aber eben auch in Bezug auf deinen Herzensmenschen, was um das Weitergehen, das Fortgehen, das Zusammensein in der Beziehung, dich da auch beraten kann, ja? Also es ist ja auch möglich, dass du dich hast scheiden lassen oder du musst dich noch scheiden lassen bezüglich einer alten Beziehung. Auch hier spielt natürlich ein Anwalt eine Rolle, dass du vielleicht noch einen Antrag stellen musst und vielleicht auch mit einem Gegenüber von dir, einer alten Beziehung, noch ein wichtiges Gespräch führen musst. Auch das ist möglich, um mit einem neuen, mit deinem Herzensmenschen, der für dich halt hier liegt, der sich für dich als dein Liebesglück erwiesen hat, um mit dem in eine positive, wunderbare Zukunft gehen zu können. Ja, also insofern kann ein Anwalt in mehreren Möglichkeiten, in mehrererlei Beziehung in Bezug auf dein altes Leben und den Aufbau für dein neues Leben eben mit deinem Herzensmenschen hier wichtig und notwendig sein. Jetzt, als allererster Schritt, bevor du dieses Abschlussgespräch, ja, kommt mir gerade rein, wie eine Art Abschlussgespräch oder auch und oder auch ein dieses Gespräch hier bei der Behörde, Unternehmen, um etwas neu beginnen zu können, um dein neues Leben machbar zu machen, um in dein neues Leben starten zu können. Durch dieses Gespräch wird sich etwas öffnen. Da wird sich eine Tür öffnen. Eine Tür, ein Tor, was genau für dich bestimmt ist. Und das ist Schicksal. Das ist schicksalsbedingt. Das, was jetzt hier gerade geschieht. Und ich habe ja die Zwillingsseele hier gerade genannt auch. Und daran sieht man auch immer, dass er schon sehr ja, aufreibende Lernthemen auch sind und ja, und dass man sich da auch sehr mit beschäftigt
beschäftigen muss und dass da auch immer wieder Fragen auftauchen können und wie gehe ich weiter, was mache ich. Aber du sollst wissen, das Universum ist ständig an deiner Seite. Und ich kann hiermit auch sehen, dass du ein wirklich sehr medialer Mensch bist, dass du ein gutes Bauchgefühl hast, dass du vielleicht auch Praktiken ausübst, vielleicht Meditation, Yoga, autogenes Training, um zwischendurch immer wieder auch zur Ruhe zu kommen, um auch Botschaften zu empfangen aus dem Universum. Weil ich habe hier die Engel liegen. Und die Engel wollen auch und ebenfalls mit dir Kontakt aufnehmen. Die möchten auch Botschaften senden, die du empfangen sollst. Und insofern bist du auch aufgefordert, dich zu öffnen, dir immer wieder Ruhepausen zu gönnen und einzurichten in deinem Leben, in denen du wirklich deinen Geist frei machst, um die Botschaften aus dem Universum und auch von Gott und Gott Vater, ja, gerade auch im Rahmen von Zwillingsseelenprozessen, dass du die empfangen kannst, ja, weil die scheinen hier sehr, sehr wichtig zu sein. Gerade auch, wenn du noch in Bezug auf diese kompetente Fachperson, die für dich ja jetzt der nächste Schritt bedeutet, dass du auch diesbezüglich hier Botschaften wahrscheinlich schon erhalten hast oder aber auch jetzt gerade erhalten sollst, dass du aufgefordert wirst. Höre hin, mache deinen Geist klar und ruhig. Und achte auf die Botschaften aus dem Universum, die genau zu dir kommen wollen und die dir die letztendliche Sicherheit geben wollen, dass du in jeder Hinsicht, bei jedem Schritt, den du tust, auch in Sicherheit bist und dass jeder Schritt, den du tust, auch erfolgreich wird. Denn ich habe hier schon die Botschaft liegen, dass alles gut geht, alles gut läuft. Jeglicher Schritt, den du jetzt hier machst, du wirst das Positive und die Menschen anziehen. Wenn du diese Person noch nicht gefunden haben solltest, dann achte auf die Botschaften des Universums. Oder achte darauf, was andere Menschen sagen, von sich geben, vielleicht auch Medien, Internet, wo du suchen kannst und wo du finden wirst, genau die Person, die für dich bestimmt ist und die genau dir auf deinem Weg weiterhilft, Ordnung zu schaffen, alles, dass ich alles aufbauen kann und dass du alles mit Sicherheit zum Erfolg auch bringen kannst. Ja, und diese Kontakte, die sind gewiss und das möchte das Universum hier versichern. Der Erfolg ist dir gewiss. Ja, und du sollst halt jetzt den Ehrgeiz haben, diese Schritte auch zu gehen. Und das soll auch jetzt gemacht werden. Das liegt hier ganz oben auf. Und das ist wichtig für das, was du dir ja wünschst. Deine Herzensangelegenheit, da wo du hin möchtest, wo dein Glück ist, deine Freude. Ja, der Beginn oder die Möglichkeit, alles nach außen zu bringen, was deine Herzensangelegenheit betrifft, das jetzt weiter auszubauen und aufzubauen und das absolute Glück praktisch zur Entfaltung zu bringen. Aber sei versichert, alles wird gut. Alles wird positiv ausgehen. Und du selber stehst unter dem Schutz
des Universums. Ich soll dir sagen, du bist beschützt. Alles ist gut, du bist auf dem richtigen Weg und du wirst geführt, gelenkt und geleitet. So, und in diesem Sinne möchte ich auch gerne nochmal in die Engelbotschaften. Ja, ich schiebe mal gerade etwas nach oben hier, die Botschaften. Wollen wir einmal schauen, Großvater, welche Botschaften des Universums der Engel möchten hier heute noch zur Unterstützung für das Kollektiv kommen. Großvater, was soll hier heute noch gesagt werden? Was ist noch wichtig auszusprechen? Habe ich diese drei Botschaften. So, dann habe ich für dich den Engel Francesca, der dich fragt, ja, das Universum fragt dich jetzt, dich oder einige von euch, was wünschst du dir jetzt? Und visualisiere genau das, was du dir wünschst, und das wird sich erfüllen. Und die Engel wollen dich nochmal darauf hinweisen, dass du aus irgendeiner Negativität, die vielleicht noch in dir ist, ja, Ängste, Sorgen, ein Mangelzustand vielleicht auch, dass du denkst, es klappt nicht und es ist noch nie gut gelaufen und bisher habe ich nicht das bekommen, was ich wollte. Das ist ein Mangelzustand, das ist eine Art Opferrolle und das ist negativ. Ja, das war jetzt ein Beispiel für Negativität. Und dieses muss losgelassen werden, damit du nicht selber durch negative Gedanken, Gedankenmuster, Glaubenssätze auch, negative Vorstellungen, die du vielleicht hast, dass etwas nicht klappen könnte, etwas viel später oder zu spät eintreten könnte. Ja, all das Negative soll losgelassen werden. Das scheint für einige von euch sehr, sehr wichtig zu sein. Und das behindert den Fortschritt, weil wir durch all das, was wir in uns tragen und das Negative, was wir aussenden, auch genau das Negative auf uns zurückkommt, was wir aussenden, was wir in uns tragen, nämlich den Opfer- und Mangelzustand. Und deswegen ist es so wichtig, dein Mindset um 180 Grad zu drehen und sich ausschließlich nur noch auf das positive Ergebnis, das positive Visualisieren dessen, was du dir wünschst, auch auf einen guten Verlauf der Dinge, auf ein gutes Ergebnis, das alles positiv zu visualisieren und zu formulieren, als Wunsch gen Himmel zu schicken, insofern dann auch loszulassen und dem Universum zu vertrauen, die Zuversicht zu haben, dass das Universum dir genau zum richtigen Zeitpunkt all das an die Hand geben wird, was du brauchst, um deine Herzensangelegenheit in Erfüllung gehen zu lassen. Ja, der Engel Francesca. Dann habe ich hier den Engel Ray und der weist, so wie ich eben schon, darauf hin, dass jetzt bestimmte Meditationstechniken, also Yoga oder aber auch körperliche Betätigung zurzeit unerlässlich für dich sind, für dein Wohlbefinden und deinen inneren Frieden und auch dein spirituelles Wachstum.
Der Engel Shanti weist dich nochmal darauf hin, dass du und der weiß, das Universum weiß, was du schon für Lebens- und Lernphasen hinter dir hast. Das Universum, Gott, Gottvater, kennt genau deinen Stand des Lebens, deinen Stand der Entwicklung. Und so schickt das Universum Gott jetzt dir Engel Shanti, um dir zu sagen, ich bin der Engel des Friedens und ich bringe dir neue Ruhe und ich bringe dir zukünftig einen sanfteren Weg. Also all die, die jetzt und in der längeren und kürzlichen Vergangenheit einen wirklich schweren Weg hatten, große Lernaufgaben, viel Aufregung, Unruhe, Kummer und Tränen vielleicht, möchte der Engel Shanti dir versichern, dass dein Weg jetzt zukünftig ganz anders, nämlich neu, gut und schön und auf jeden Fall sanfter verlaufen wird. Natürlich bekommen wir immer wieder im Leben, weil wir in der Schule des Lebens sind, auch kleine oder mittlere Lernaufgaben. Aber der Engel spricht hier von diesen großen, schweren Dingen, die für einige in der Vergangenheit zu bewältigen waren und die jetzt hier abgeschlossen werden sollen. Also das sollst du wissen und da kommt die Gewissheit, dass alles gut wird. Bleib ruhig und gelassen. Alles wird gut. Das Universum sorgt für dich, dass alles zur rechten Zeit dir im Leben erscheinen wird, sich in deinem Leben manifestieren wird. Ja, und der Engel Oceana sagt dir auch, handle. Du bist in dieser Situation in Kontakt mit deiner Wahrheit. Vertraue deinem Bauchgefühl und behaupte dich auf liebevolle Weise. Ja, für alle die, wo das zutrifft, was ich ja heute schon gesagt habe, die jetzt hier eigenständig und eigenmächtig genau auf ihrem Weg sind und da gerade noch die Hilfe in Anspruch nehmen oder noch suchen, um diese bestimmte Aufgabe hier zu erfüllen. Für die ist es jetzt wichtig, auch jetzt zu handeln. Also da weiter beständig auf dem Weg zu sein, die Ordnung zu schaffen, die hier jetzt notwendig ist. So, ihr Lieben, und dann möchte ich gerne noch abschließend in die Engel-Tier-Orakelkarten. Mal schauen, was da noch für Botschaften für euch kommen. Großvater, was möchten diese Karten dem Kollektiv noch für Botschaften mitgeben? Was ist noch wichtig zu wissen? Ja. Mal schauen. Ich werde noch einmal durchmischen und noch mal horchen, ob noch was kommen möchte. Ja. Ja. Ja, ich war mir gerade sicher, dass da noch etwas kommen möchte und das Kamel möchte noch etwas dir sagen. Also über das Engeltier des Kamels soll dir noch etwas gesagt werden. So, und dann haben wir zuerst einmal das Kamel. Ja, das möchte ich euch zunächst einmal nahe bringen, dieses Engeltier. Und ich gehe selbstverständlicherweise auch in den Text. Die sind immer sehr differenziert, sehr tiefgründig auch diese Texte.
Und insofern ist da jedes Wort einfach wichtig. Das Kamel, das Engeltier, spricht davon, sei nachsichtig und geduldig. Du bist gesegnet, weil du diese Botschaft der Weisheit bekommen hast. Sie weist darauf hin, dass du goldene Weisheit in deiner göttlichen Blaupause trägst und dich im Rahmen deines Lebensplans bereit erklärt hast, diese Weisheit mit der Menschheit zu teilen. Auf diesem Weg hier wirst du aufgerufen, Geduld und Nachsicht und Demut zu üben. Du hast vielleicht das Gefühl, deiner Zeit voraus zu sein. Viele spüren das Licht, das du in dir trägst und reagieren auf unterschiedliche Weise darauf. Du wirst also zusehen müssen, dass du bei allem, was um dich herum geschieht, im Gleichgewicht bleibst. Wenn du noch nicht vollständig erkannt hast, wer du bist, solltest du dich ruhig hinsetzen, ein funkelndes, goldenes Licht um dich legen und Erzengel Jophiel, den Engel der Weisheit, bitten, dir zu helfen, dich auf dein wahres Selbst einzustimmen. Und rechne dann damit, dass das tiefe Wissen aus deiner Seele allmählich zum Vorschein kommt. So, und dann habe ich den Schwan für dich. Das Engeltier Schwan. Und der möchte dich auf Folgendes hinweisen, dass du nämlich jetzt Anmut und Würde beweisen sollst. Beweise Anmut und Würde. Diese Botschaft sagt dir, dass du deine königlichen Eigenschaften entwickeln sollst. Glaube an dich. Sei dir bewusst, dass du schön und besonders bist. Vertraue deinem inneren Selbst und sei zuversichtlich. Handle jederzeit gelassen, friedfertig und anmutig. Sorge dafür, nach außen hin immer einen entspannten und gelassenen Eindruck zu machen, auch wenn deine Gedanken durcheinander laufen. Denn das bringt dich ins Gleichgewicht. Sei auch charmant und freundlich und gehe gleichzeitig davon aus, dass Menschen dich achten und mit Respekt behandeln. Wenn jemand dir gegenüber den Bogen überspannt, mache deutlich, dass dies nicht akzeptabel ist und du bereit bist, notfalls dagegen vorzugehen. Du trittst als ein energetisches Friedensreservoir in Erscheinung und dies wird alle Menschen in deinem Umfeld beruhigen und besänftigen. Dein reines Licht wird dir dann gute Beziehungen und bessere Entscheidungen ermöglichen, weil du mit Weisheit und aus deiner wahren Macht heraus handelst. Aus deiner wahren Macht heißt auch dieses eigenmächtige Handeln, ja, sich auch die Macht zurückzuholen, die man vielleicht manchmal im Leben an andere abgegeben hat. Und ganz zum Abschluss, ihr Lieben, habe ich noch das Engeltier, das Pferd für euch. Und das Pferd sagt dir, kümmere dich um andere, aber lasse die anderen auch frei sein. Ja? Auch den anderen ihre
Freiheit und Unabhängigkeit zu lassen. Diese Botschaft fordert dich auf, dein Herzzentrum zu erweitern und dich auf deine edlen Eigenschaften und Sehnsüchte zu konzentrieren. Du wirst daran erinnert, dass du dich erst einmal selbst respektieren und befreien musst, bevor du andere achten und frei sein lassen kannst. Stimme dich also auf die große Erzengelin Maria ein und bade in ihrem wunderbar heilenden, göttlich-weiblichen Licht, damit sich das Alte auflöst. Und triff dann die richtigen Entscheidungen, die etwas in dir zum Klingen bringen und dich strahlen lassen. Visualisiere den Mond oder schau ihn dir an, wenn du kannst. Achte auf das schimmernde, milchig-weiße Licht von Erzengel Christiel, das in einem Strahl bis zu deinem dritten Auge reicht und auf ein prächtiges, reinweißes Einhorn, das diesen Lichtstrahl dir entgegenläuft und dich berührt. Dadurch werden deine eigenen, großartigen Seeleneigenschaften aktiviert. Beobachte, wie sich ein höherer Pfad vor dir auftut. Ja, ein höherer Pfad, der auch etwas mit deiner Bestimmung zu tun haben kann. Ja, denn insofern, wir haben heute hier das Universum gehabt und das hat ja auch immer ganz viel mit der Bestimmung, ja, der spirituelle Weg in uns, wo es hingehen soll, damit etwas zu tun zu haben. Ihr Lieben, ich möchte dieses alles so heute für dich stehen lassen und ich sende dir alles Licht und Liebe für dich, für deinen Weg, für heute und mach es gut und bereite dir eine gute Zeit mit den Pausen, wo du auch die Botschaften empfangen kannst, die für dich bestimmt aus dem Universum kommen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, euer Engel Christiane.